Wunderschönen guten Tag. Es geht weiter am Subaru-Projekt. Und zwar geht es heute einmal Fahrwerk und Felgen, das Standardprogramm. Und ja, Felgen habe ich hinten drin, sieht man, es ist sehr eng. Haben wir mal reingepasst. Hier ein bisschen Kleinzeug noch dabei. Ziel für heute ist die Karre auf dem Boden und die neuen Felgen drauf und irgendwie Platz machen dafür, weil es könnte relativ knapp werden. Die sind wesentlich breiter wie die Originalfelgen. Wir haben zwar schon schmale Reifen drauf, aber ich denke, es wird trotzdem ordentlich zu ziehen und Legen geben an den Kanten. Aber ja, netterweise darf ich heute zum Kollegen auf die Bühne. Er hilft mir, das Fahrwerk einzubauen. Wir stecken die Felgen drauf. Morgen geht es dann zum TÜV und dann hoffen wir, dass der das alles noch absegnet, was wir heute Nacht verbrechen. Ich bin ein bisschen spät dran, weil ich stehe mal wieder im Stau. Ich filme heute außerdem mit der GoPro, ist ein bisschen handlicher und ich bin viel unterwegs die nächsten Tage. Ich probiere das mal mit dieser Kamera aus. In dem Sinne, ich würde sagen, es geht los. Subaru-Projekt, endlich. Let's go. Ja, McDrive im Rechtslenker. Immer wieder ein Erlebnis. Hallo, ich hätte gern 2 Cheeseburger und eine Cola, bitte. Danke. Ciao. Ja, lass mal runter, oder? Ich habe Angst. Oh, schau mal vorne! Ach du Scheiße! Ich komm nicht! Es ist ein neuer Tag heute. Gestern haben wir noch relativ lang am Subaru rumprobiert und rumgeschraubt. Ich denke, das Endergebnis hat man jetzt gesehen, wie wir ihn dann quasi aus der Garage gefahren haben. Und genau so waren wir heute beim TÜV mit diesem Wagen, beziehungsweise der Wagen war beim TÜV und wurde vorgeführt, zwecks Eintragungen. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben den Segen bekommen. Der TÜV hat alles eingetragen.
Es ist alles legal jetzt unterwegs in diesem Auto. Felgen, Fahrwerk, Tiefe, alles abgenommen. Ich bin überglücklich, denn es war mir wirklich wichtig, bei diesem Projekt alles ordentlich zu machen, alles abnehmen zu lassen. Denn ich möchte dieses Auto einfach mit einem guten Gewissen fahren können. Und das kann ich jetzt auf jeden Fall. Es sieht unglaublich gut aus. Ich bin zwar noch lange nicht fertig, aber jetzt aber dieser erste Schritt mal, Felgen, Fahrwerk. Es ist immer wieder für mich erstaunlich, was das schon ausmacht. Also du kaufst dir ein paar schicke Felgen, haust die Karre runter und es ist einfach gleich ein neues Auto. Außerdem wollte ich noch kurz ein Update geben über den Käfer, wie es mit ihm steht. Und im letzten Video hat man ja gesehen, dass er leider stehen geblieben ist und ich mit Motorprobleme hatte. Also ich habe ihn an diesem Tag dann abschleppen lassen und seitdem steht er leider immer noch in der Garage. Ich konnte jobbedingt quasi noch keine einzige Minute an diesem Auto arbeiten. Ich weiß noch nicht mal wirklich, was es ist. Wir haben viele Ideen, was wir als erstes prüfen werden. Aber es kann von einer Kleinigkeit bis hin zum Motorschaden leider alles sein. Ich bleibe optimistisch, aber um vorzusorgen, bin ich tatsächlich jetzt gerade auf dem Weg zu Nico in die Halle, denn dort liegt noch mein alter 1200er Motor, den wir damals ausgetauscht haben mit dem jetzigen 1800er. Und ja, den werde ich jetzt abholen, dass er auf jeden Fall mal parat liegt bei mir, falls es doch der Worst Case ist und wir mit einem Motorschaden davon gekommen sind. Dann werde ich diesen 1200er reinhängen, einfach um mobil zu bleiben mit diesem Auto. Und dann in aller Ruhe versuche ich mich dann um den 1800er zu kümmern. Wir wollen jetzt noch nicht den Teufel an die Wand malen, wir wissen nicht, was mit dem Motor ist. Ich wollte nur kurz Bescheid geben, weil viele, viele Leute schreiben mir nach wie vor und auch in den Kommentaren haben viele gefragt, wie es jetzt aussieht. Das ist jetzt doch schon irgendwie wieder 2-3 Wochen her. Tut mir leid, ich konnte einfach noch kein Update geben, weil ich selber noch nichts weiß. Aber die nächsten Wochen hoffentlich werde ich dazukommen und ich werde natürlich davon berichten. Und ja, ich drücke mir selbst die Daumen. Ich muss einmal noch Auto wechseln leider, weil hier passt kein Motor rein. Ich wechsle einmal kurz zum Daily und dann machen wir auf den Weg zum Nico. Vielleicht steht ja sein Wagen noch irgendwo parat. Dann muss ich mir unbedingt mal angucken, denn da ist auch ein bisschen was passiert an seinem 2er Golf. Los geht's! Will ich mich mein ganzes Leben nur von diesem Fastfood-Dreck ernähren. Der ungewohnte Moment, wenn man der Erste vor Ort ist, obwohl man eigentlich immer der Letzte ist und jetzt mal weiß, wie das ist, wenn man auf die anderen warten muss. So fühlt sich das also an. Okay. Ich höre was.